Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge zu Barbossa Let's Play, der Tagesdungeon. Ich habe ja gesagt, ich gehe noch ein bisschen auf die Charaktere ein, das mache ich jetzt auch. Hier haben wir das typische Charakterfenster. Wir sehen alle Sachen, gegen die unsere Charaktere Resistenzen haben, wie viel Leben sie haben, Speed ist für die Runde, wenn ich jetzt ihn anklicke, kann ich das, ne, muss ich wieder mit rechts machen, seht ihr Speed 6, also ist relativ schnell in der Runde dran. Aber er ist auch jetzt schon ziemlich angeschlagen. Aber ich weiß nicht, ob sich das Leben auffüllt, habe ich jetzt überfragt. Dann haben wir ja den Doktor dazu bekommen. Der ist so mit bisschen Vergiftungsschaden und lauter so kleine lustige Sachen kann er machen. Und die typische Klerikerin. Sie kann heilen, Einzelheilung. Okay, damals hatte ich mal Gruppenheilung. Das habe ich jetzt anscheinend nicht, wie ich das erstmal gespielt habe. Bei ihr ist es anscheinend egal, auf welcher Position sie steht. Bei ihm ist es die dritte, ist optimal. Er ist so 2 und er ist natürlich vorne. Also das haben wir jetzt gesehen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins erste Dungeon hinein. Wir möchten ja keine Zeit verlieren. Ja, da unten seht ihr diesen Balken. Da können wir uns die Gruppe schon mal so zusammenbauen, wie sie am besten stehen sollte. Er soll am besten an dritter Position, also zweite oder dritte stehen. Er ist am besten in der dritten, also kommt er nach hinten. Und sie ist egal wo. Jetzt kann ich nicht sagen, ob das besser ist weiter vorne oder weiter hinten. Ich möchte sie eh hauptsächlich als Heilerin verwenden, deswegen lasse ich das mal so stehen. So. Vor jedem Dungeon kann man einkaufen. Das heißt, ich kaufe jetzt auf jeden Fall Essen. Mit Essen kann man sich ein bisschen heilen und das Dungeon kann immer ein bisschen länger dauern. Deswegen, ich wundere, dass ich da ein bisschen übertreibe. Aber glaubt mir, ich werde es noch brauchen. Eine Schaufel ist immer gut. Unholy, ja. Heiliges Wasser, habe ich mir sagen lassen, das kann man bei so Schreinen und sowas benutzen, dann hat man da mehr Chance, was Gutes rauszubekommen. Ein Schlüssel ist gut für Kisten, aber ich nehme jetzt zuerst mal Fackeln mit. Fackeln ist ganz, ganz wichtig, dass wir Licht haben im Dungeon. Ihr seht jetzt, ich gebe jetzt richtig viel Kohle aus. Aber das ist jetzt einfach so, ich nehme jetzt mal so mit, vielleicht noch einmal Bandage sicherheitshalber und dann gehen wir da schon mal rein. Ihr könnt es natürlich anders machen, wenn ihr das Spiel selber spielt. Ich gehe jetzt nur ein bisschen auf Nummer sicher, weil ich keine Lust habe, jetzt gleich am Anfang schon jemanden zu verlieren. Aber, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, das geht schneller, als man glaubt. So, jetzt sind wir hier. Seht, das ist ein großes Dungeon. Dann nehmen wir erstmal gleich den ersten Raum uns vor und machen uns da mal auf den Weg. Okay, sind alle wieder voll. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hier haben wir eine Fackel. Den nehmen wir mal mit, sicherheitshalber. Da oben seht ihr 88 Grad, im Moment ist gut. Erstmal schon mal eine Falle. Geht ja schon mal schön Schaden. Jetzt könnt ihr zum Beispiel ins Inventar gehen, wie ihr seht. Und er kann was essen. Das heilt wenigstens ein paar Hitpoints. Deswegen nehme ich mal ein bisschen mehr Essen mit. Weil es echt das Leben retten kann von unseren Leuten. So, Fackel ist 76, da zünde ich noch eine an. Die wir gefunden haben, dass wir mit 100% reingehen. Die Fackel bringt uns meistens... Okay, in dem Raum ist nichts drinnen. Also der Weg war umsonst. Also gehen wir jetzt wieder zurück. Die Fackel ist aus dem Grund vorteilhaft. Wir können besser Sachen erkennen und wir können Monster überraschen. Das ist also schon mal eine sehr lukrative Sache. Jetzt gehen wir schon in den nächsten Raum gleich und schauen mal, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob ich hier... Unholy Water benutzen. Holy Water. Warum sage ich immer unheiliges Wasser? Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt das anklicken und seht, ich kann da was reinlegen. Zum Beispiel Essen nicht, aber ich könnte eine Schaufel benutzen, eine Fackel oder sonst was. Ich probiere das jetzt mal mit dem Wasser. Okay, das hat keinen Effekt. Dann mache ich es einfach mal so. Ja. Er hat Gott sei Dank widerstanden. Ihr seht. Es ist immer wieder reine Glückssache. Okay. Also er hat wie ich keinen Glückstag. Ich glaube, der Schurke wird es nicht lange machen. So. Die haben mich anscheinend überrascht. Ja, dann schaue ich mal, was ich jetzt hier am besten machen kann. Da kann ich nur vom ersten gehen. Das kann ich auf die ersten drei machen. Ich mache, glaube ich, aber den normalen Angriff. Ne? 3 bis 6 Schaden, das ist gut. Tja, wenn ich getroffen hätte, wäre es nicht schlecht gewesen natürlich. Ja, er hat diesen Mehrfachschuss, da gehen wir gleich mal auf alle drei. Den ersten haben wir gleich mal weg. Und vielleicht kriegen wir mit der Rolle gleich den nächsten weg. Dann haben wir den Kampf auch schon geschafft.
So, da haben wir die Kiste. Lass mal ihn mal machen. Ja, da haben wir schon diese ersten Verbesserungsteile schon wieder. Ah, jetzt ist das Licht runtergegangen. Stress plus, seht ihr gleich, weil es dunkler geworden ist. Jetzt zünde ich wieder eine Fackel an. Und dann geht es meinen Leuten schon wieder besser. Sie fühlen sich schon mal wieder wohler. So, jetzt gehen wir hier rein. Ja, das ist schon ein bisschen größerer Kampf. Ihr seht, 24 Hitpoints, 10. Sie dürfen anfangen. Oder er ist halt schneller. Oha, die machen ziemlich Stress. Das sollte ich so schnell wie möglich ausschalten. Da kann ich auf die ersten drei gehen. Ich mache das jetzt mal. Lass mal alle ein bisschen schwächen. Jetzt ist er dran. Er hat ja auch so eine coole Sache. Stunbase. Jetzt schaue ich mal kurz. Okay, blenden kann man sie nicht, aber mit das könnte klappen. Well struck. So, jetzt habe ich die schon mal ein bisschen verwirrt. Das ist schon mal gut. Mit ihr könnte ich jetzt heilen. Er ist ja angeschlagen. Ich mache das mal. Ich möchte sie ja hauptsächlich als Heilerin haben. Das Dungeon wird noch ein bisschen länger gehen. Au, 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 au. Oh, 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 oh. Ihn zu verlieren wäre ganz schlecht. Ich muss ihn auf jeden Fall heilen oder dann vielleicht sogar mit Essen. Muss ich dann schauen, wie ich es am besten mache. Ja, die sehen schon schlecht jetzt aus. Vielleicht kriege ich ihn ja weg. 3 bis 6. Ne, das schaffe ich nicht mit dem ersten Angriff. Machen wir das mal. Heilen wir ein bisschen. Schon mal sicherheitshalber. Ah, soll ich vielleicht das auch noch machen? Wie viel Schaden macht denn das? 2 bis 4. Dann kriegen wir ihn mal weg. Ich mache das jetzt mal. Dann kommt er auch weiter nach vorne. Also Fernkämpfer und sowas sollten wir schnell wegmachen. Ja, das toll klappt. Weil desto weiter vorne sie stehen, desto weniger können sie ihre Fähigkeiten benutzen. Das ist so wie bei unseren Charakteren. Er ist zum Beispiel vorne kaum zu brauchen. Und so ist es bei denen auch. Also alles, was man hier bei den Charakteren hat, wirkt sich auch bei den anderen aus. Das war so klar. Wirkt sich auch bei den anderen aus und sie müssen so die gleichen Sachen haben wie wir. Und jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten und die werden auch so benutzt. Das finde ich echt ziemlich cool. Haben wir da eine gute Heilung durchbekommen. Ist jetzt nicht so schlimm, die drei Schadenspunkte, die kriege ich schon wieder weggeheilt. Da haben wir es auch schon geschafft. War schon so ein kleiner Bosskampf. So, hier haben wir eine Kiste. Ich mache das am besten mit ihm. Das war natürlich jetzt nicht gut. Jetzt hat er natürlich auch wieder Schaden bekommen. Jetzt esse ich ein bisschen was, weil er echt angeschlagen ist. Das muss ich hier auch noch einmal essen. Hier auch nochmal. Das Dungeon wird auch ein bisschen länger gehen. Aber ich lasse es jetzt mal so. Ah, das ist jetzt mit dem Scouting, wie ihr seht. Da ist nichts, da ist nichts. Hier vorne gibt's schon was. Also gehen wir jetzt hier mal weiter. Da ich da mal ein bisschen voranschaue. Hold. Okay. Ja, er ist ja noch immer vergiftet. Ich kann ihm jetzt auch nicht großartig helfen, außer vielleicht höchstens auch nochmal was essen. So, hier haben wir einen Rucksack. Ich mache das mal mit ihm. Jetzt hat er gerade geklaut. Dann klicke ich mal ihn an. Jetzt benutze ich hier mal das Wasser. Irgendwie bringt mir das Wasser gar nichts. Aber ich glaube eine Fackel. Ah, das hat schon mal geklappt. May we find victory. Ja, seht der Hintergrund erzählt uns auch immer was dabei. Jetzt gehen wir mal weiter. Die Fackel brennt ja fast. Eieieiei. Ich glaube, das ist vielleicht schon der Boss. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall sind das keine netten Leute. Ich versuche mal so schnell wie möglich wegzumachen. Ah, die gehen alle auf meinen Schurken, aber Gott sei Dank gedodged. Jo, die gehen beinhart alle auf meinen. Er hat widerstanden, Gott sei Dank. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache das mal. Dass die mal ein bisschen aus dem Kampf draußen sind, dass ich da mal keine Probleme habe jetzt mit denen. Ich heile auf jeden Fall. Weil wenn sie auf ihn weiter losgehen, fällt mir der echt nur um. Untote Paladin, hauen wir mal richtig rein. Er ist auf jeden Fall der gefährlichste. Und soll ich so schnell wie möglich ausschalten. Ja, das war ein Schuss. Volle Kanne daneben. Ich heile nochmal ihn. Das klappt ja richtig gut. Wie ihr seht, mein Leben sieht schon wieder gut aus. Wenn jetzt nichts Dramatisches passiert, sollte das eigentlich gut klappen. Ich glaube, ich nehme die zwei da hinten wieder raus. Hat diesmal nicht geklappt.
kriegt auch einen Inhalt auf jeden Fall. Okay, er wurde jetzt ein bisschen verjagt auf eine andere Position. Das ist natürlich nicht gut. Und einen Crit kriegt er auch noch. Ja, immer wenn die Gegner Crit machen, ist das ein Stressfaktor für mehrere Leute. Stress wirkt sich ja so aus, dass das richtig übel enden kann, wenn ich Pech habe. Und meine Leute machen dann, was sie wollen. Ja, er bringt mir hier vorne praktisch gar nichts. Aber ich werde jetzt trotzdem versuchen, den wegzumachen. Ja, läuft gerade nicht so rosig. Ja, also wir gehen weiter auf meinen Templer. Wenn es so weitergeht, fällt mir der wirklich noch um. Oha, oha, oha. Ich heile auf einen anderen Templer. Sonst nimmt es nicht noch ein böses Ende. So, den ersten haben wir jetzt weg. Alles gut. Oh. Er ist wieder schon komplett verjagt. Jetzt ist er schon richtig zurückgedrängt mittlerweile. Auch nicht gut. Ja, das Licht wird jetzt auch schon dunkler, der Stress steigt dadurch. Ja, den haben wir jetzt auch weg. Alles gut. Jetzt gehen wir gleich auf den nächsten. Jetzt gehen wir mal richtig brutal vor. Sie kann heilen, das macht sie auch gleich. Dass er wieder besser aussieht. Also für Essen habe ich gleich mehr dabei, glaube ich. Ah. Oh, untote Kreatur. Das ist auch interessant. So. Jetzt hauen wir den mal schnell weg. Auch mit ihr drauf, 2 bis 4. Und fest mein Glück und da ist er weg. So, wir nehmen also, jetzt hätten wir das Dungeon schon geschafft, jetzt können wir weitermachen. Oder wir lassen es hier gut sein. Meine Leute sind schon ziemlich angeschlagen, jetzt überlege ich echt, ob ich es vielleicht lasse. Noch mal rein, was haben wir hier noch? Auch noch mal Geld. Also Geld haben wir auch wieder schön bekommen. Ich weiß gar nicht, wie sieht es mit der Karte aus? Hier sind wir jetzt. Ah, ich könnte jetzt noch einen Raum weitergehen und das Risiko eingehen, dass einer stirbt. Ich lasse es jetzt mal. Ich beende das Dungeon lieber hier. Ich habe eine Quest erledigt. Ich habe ein Geld bekommen, ein paar Verbesserungsteile wieder. Und dann schaue ich mal lieber dann noch mal in das Dungeon hinein. Ja, da habe ich jetzt so kleine Bonus. Ich kann das anklicken, wenn ich möchte. Es kann Malus sein, also es können negative Sachen sein, positive Sachen oder von beiden was. Ich mache es jetzt einfach mal, um zu schauen, ob ich mal gute Sachen kriege. Ja, für ein paar den unheiligen Monster machen jetzt mehr Stress bei mir. Dafür kriege ich Resistenz ein bisschen mehr. Jetzt gucken wir mal, ich schaue hier auch mal rein. Plus 10% mehr Leben. Ist toll. Was haben wir hier? Ja, Resistenz ist ziemlich runtergegangen, dafür plus 15 Movement. Und was haben wir hier? Ja, in Ruinen hat sie jetzt mehr Stress, dafür kann sie mehr im Camp heilen. Ob das jetzt alles so vorteilhaft war, weiß ich jetzt auch nicht. Werden wir im Laufe des Spiels sehen. Ja. Jetzt haben wir hier schon die ersten Sachen freigeschalten. Und schauen wir mal, jetzt haben wir die Taverne freigeschalten, da kann man wieder den Stress von den Leuten runterbringen. Jetzt kann ich ihn zum Beispiel reinsetzen und hat er weniger Stress, wenn er sich verknügt, was trinkt oder verschiedenste Sachen macht. Und hier in der Kirche auch, wir haben ja gesehen, er muss beten. Wo war das? Genau, pray for, also er muss beten, um seinen Stress zu verringern oder wieder runterzubringen. Also den Stress nehmen wir in die Welten immer mit rein. Hitpoints sind wieder voll, wie ich auch gerade selber gelernt habe. Und hier ist jetzt dieses Camp. Jetzt haben wir hier ein paar Leute dazu bekommen. Jetzt könnte ich hier Leute engagieren. Zum Beispiel hier. Das ist so ein richtiger Bade anscheinend. Was haben wir hier? Plus 2 Treffer, plus 1 Crit-Chance. Also das sind schon geile Sache. Ja, ich nehme die mal, den nehme ich mal auf jeden Fall mit. Hier haben wir so eine richtige Barbarin. Die macht sicher gut Schaden, hat auch gut Hitpoints. Wäre nicht schlecht, wenn er mal wirklich ausfallen sollte. Ja, so ein typischer Barbaren. Ja, ich lese mir das da gerade ein bisschen durch. Ja, der hat doch gute Sachen. Ich nehme ihn auf jeden Fall auch mit. Also ich wäre dumm, wenn ich jetzt einen nicht mitnehmen würde. Ah, und das ist anscheinend ein Totenbeschwörer, so ein Mage, Nekromant.
Ich glaube, den nehme ich. Der ist auf allen Positionen gut. Der ist auch nicht schlecht, einen auf jeden Fall dabei zu haben. So, jetzt habe ich fast meine Gruppenlimit erreicht. Jetzt könnte ich hierher gehen zum Beispiel und einmal meine Betten vergrößern. Das kann ich aber auch machen, wenn ich sehe, dass ich jetzt genug Leute habe. Ja, ich habe jetzt eigentlich sie. Jetzt könnte ich bei ihm zum Beispiel den Stress runterbringen. Ich könnte ihn zum Beispiel beten lassen bis zum nächsten Mal. Kostet mich Geld. Und der Schurke ist auch schon ziemlich fertig. Deswegen setze ich den am besten hier rein. Oder was? Da oben, das kostet 1000, dann mache ich lieber das. Und man kann hier alles verbessern. Na, also trinken, dann geht der Stress schneller runter. Also man kann alles ein bisschen verbessern, aber ich warte noch ein bisschen ab, was sich da noch alles ergibt. Ja, dann würde ich sagen, das war's schon mal mit der zweiten Folge bei mir. Das nächste Dungeon kommt gleich hinterher. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, jetzt kann ich hier schon die nächsten Sachen. Level 1 sollte man hier haben. Auch Level 1. Ja, alles, also für alles bräuchte man Level 1. Ich glaube, alle Charaktere sind ja auch Level 1, ne? Okay, Level 0. Kann ich den ja gar nicht verwenden. Doch, kann ich trotzdem mitnehmen. Ja, da werden wir uns auch ein bisschen reinfuchsen. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber das werden wir uns noch alles anschauen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann sagen wir mal bis zur nächsten Folge. Bei der Darkest Dungeon. Also mir macht es bis jetzt schon Spaß. Aber jetzt müssen wir halt schauen, wie wir es am besten machen in den nächsten Folgen. Ob wir es wirklich schaffen zu überleben oder nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei weiter zusehen würdet. Ob ich hier jämmerlich versage oder nicht. Macht's gut und haut rein.